Läuft. Fotobattle, die erste Take One. Hallo Freunde der Fotografie, schön, dass ihr wieder auf meinem Channel eingeschaltet habt. Ich bin heute bei was Besonderem. Wir machen heute ein Fotobattle. Ich bin hier in Köln im Fuchsstudio. Fuchsstudio, ne? Das genau. Oliver Rindelaub, der gerade zu meiner Rechten sitzt, ist einer der Mieter hier in diesem Studio. Und er ist Fashion-Fotograf. Seine Veröffentlichungen sind in einigen Printmedien schon, Fashion-Magazinen und Ähnlichem. Ich habe ja vorne deine ganze Reihe an Bildbänden schon gesehen. Und schon gezeigt. Genau, auch schon gezeigt, nämlich in einem Video, was ich hier mal eben einblende. Könnt ihr entsprechend draufgehen, wenn ihr wollt. Und heute ist es so, dass wir gesagt haben, wir wollen mal unsere Art der Fotografie vergleichen. Mal zeigen, wie Oliver als Fashion-Fotograf fotografiert und wie ich als Personenfotograf ohne spezifische Ausrichtung fotografiere. Wir haben Blitzanlagen dabei, wir haben Lina als Model dabei, die seht ihr gleich noch recht häufig. Oliver, du fotografierst für Magazine. Was ist so die Anforderung für diese Bilder oder worauf musst du achten, wenn du für Magazine fotografierst? Was ist deine Art der Fotografie? Also ich fotografiere ja in erster Linie Fashion, Mode. Das heißt, es kommt tatsächlich auf die Mode an. Die Mode ist wichtiger als das Model, um es mal gemeinerweise zu sagen. Aber es kommt dadurch natürlich erst richtig gut zur Geltung. Und es ist für mich wichtig, dass das Set in sich stimmig wirkt. Das können durchaus auch Gegensätze sein. Wir werden sowas heute sehen wie schicke Mode in einer relativ spartanischen, einfachen Location. Mhm. Oder es kann eben alles schön Ton in Ton harmonisch sein. Das geht beides. Entscheidend ist, ich glaube, für die Magazine, dass es eine Story bildet. Man nennt das ja in der Regel dann auch Editorial. Mhm. Mehrere Bilder zu einem Thema, die einen roten Faden haben, aber trotzdem abwechslungsreich sind. Und insofern ist meine Art der Fotografie sowohl das gesamte Set, der gesamten Umgebung, die man sehen kann, die sozusagen auch wie beim Film eine Art Einleitung bildet, bis hin dann zu Details, zu den vernähten Säumen, Taschen. Wie bist du zu dieser Idee gekommen? Oder du hast ja schon an vielen Magazinen Veröffentlichungen. Wie viele überhaupt? Also das, ich habe gesehen, das sind echt viele. Also ich habe mit der Fashion-Fotografie 2017 angefangen. Mhm. Hab vorher aber auch schon jahrelang andere Dinge fotografiert. Es sind inzwischen, glaube ich, 50 Veröffentlichungen, die so... Ich nehme mir eigentlich vor, pro Jahr 10 bis 12 Veröffentlichungen zu machen. Und das sind dann sozusagen auch die Dinge, die mein Portfolio bilden und erweitern. Wenn du an so ein Fotoshooting herangehst, von der technischen Seite, wie siehst du das Licht der Aufnahme? Wie komponierst du dein Bild? Also Fashion-Fotografie ist ja eigentlich eine Kombination aus Produktfotografie und People-Fotografie natürlich, aber vielleicht sogar auch Landschaftsfotografie. Mhm. Das heißt, wenn ich mich umschaue nach einem geeigneten Set, komponiere ich eigentlich schon nach den klassischen Regeln und schaue nach führenden Linien. Was lenkt den Blick auf das Model, auf das Outfit? Und der Teil Produktfotografie bedeutet natürlich, dass man die Struktur der Stoffe oder des Outfits auch irgendwie zur Geltung bringt. Mhm. Ja, es gibt Stoffe, die sind stark strukturiert, wo man vielleicht ein bisschen mehr mit seitlichem Licht arbeitet, um diese Struktur zu betonen. Es gibt andere glatte Oberflächen, wo man eher darauf achtet, schöne Übergänge zu haben, um die Plastizität dieser Stoffe oder des Materials hervorzuheben. Das ist vielleicht dann auch die Fachkunde, die man braucht, um Fashion-Fotografie zu betreiben. Olivers Internetseite verlinke ich natürlich entsprechend unten in der Beschreibung. Er ist sehr interessant, schaut sie euch mal an. Mit welchen Gefühlen gehst du heute an das Shooting ran? Ich habe natürlich deine Videobeiträge gesehen und habe gesehen, das ging zum Teil in Richtung Fantasy, Motorrad, auch Fashion. Und wir haben ja heute schon festgestellt, okay, Line wird eher ein bisschen eleganter sein. Wir werden uns in eine eher kargere Location begeben. Hast du schon Vorstellungen davon, wie deine Bilder aussehen werden? Ich bewege mich jetzt auf einen Bereich, wo ich normalerweise nicht so häufig bin. Jedenfalls diese feine Art der Fashion-Fotografie ist etwas anderes als was normalerweise ich abliefere. Entweder ich habe eine besondere Idee, die vielleicht mit Feuer, mit Wasser, mit Aufwand, mit dem Spaß an der Fotografie und dem Spaß an dem Event zu tun hat.
Oder aber die Modelle kommen auf mich zu und sagen, hey, ich habe hier ein Bild, können wir das irgendwie ein bisschen anders nachstellen? Meistens frage ich dann nur noch, wie viel Uhr? Und okay, dann legen wir los. Mein Gedanke dahinter ist nicht, dass ich für jemanden als Magazin oder etwas produziere, sondern wir produzieren für uns selber. Mhm. Und deshalb ist so die Vorgabe als Abstimmung zwischen dem Model und mir schon vorab gegeben. Wir setzen auch gerne mal hartes Licht ein. Mhm. Wenn ich in der Fashion-Fotografie unterwegs bin, dann ist das oftmals Lack-Latex. Dann sind das auch Motorrad-Gangs, die irgendetwas machen. Also etwas die härtere Sache. Deine Fotografie ist sehr weiches Licht, sehr zurückhaltendes Licht. Meine Fotografie kann auch mal richtig knallen. Mhm. Ich liebe starke Kontraste, ich liebe starke Farben. Und wie ich das jetzt mit unserem Model umsetze, das wird ganz interessant. Ich lasse mich einfach inspirieren. Ich schaue normalerweise immer auch, wie das Licht an der Location ist. Und versuche auch eine Lichtstaffelung in den Bildern zu haben. Ich lasse das Model normalerweise nicht mit dem Hintergrund verschmelzen, sondern hebe es hervor und hebe auch spezifische Eigenschaften hervor. Da geht es jetzt also nicht um die genaue Kleidung, die halt schön irgendwo auszusehen hat, sondern es kann auch mal richtig knallen. Und das wird jetzt auch bei uns beiden richtig knallen, weil das macht ja den Battle aus. Mal schauen, was dabei rauskommt. Okay, ich gucke nach draußen, die Sonne scheint, es knallt, wie du es dir gewünscht hast, vielleicht sogar viel mehr, als du es dir gewünscht hast. Ja, ja. Also das Licht wird heute eine Herausforderung, wir haben aber sowohl sonnige als auch schattige Fotografiermöglichkeiten und können da alles an Licht ausprobieren, was wir wollen. Ich denke mir, es wird richtig interessant. Drum uns herum lächeln auch schon alle, so nach dem Motto, was wird da auf uns zukommen? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder am Set. Oliver wird nachher, genauso wie ich, sein Licht ein bisschen erklären, wird sagen, was er sich so bei der gedacht hat, das werde ich entsprechend auch. Und wenn ihr eure Gedanken dazu habt, wenn ihr eure Bemerkungen dazu habt, bitte unten drunter schreiben, wie ihr sowas umsetzen würdet oder was euch an diesen Umsetzungen gefällt. Das ist das Wichtigste daran, weil wir machen das nicht nur für uns, sondern auch erst recht für euch. Ihr seht zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen, vermute ich mal, ich weiß es jetzt noch nicht. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Also ich würde sagen, wir sind jetzt am Set und sehen uns dann gleich wieder. Hallo Line, so, wir sind jetzt angekommen an unserer Location. Wie man unschwer erkennen kann, ist das hier ein Parkhausdeck. Und ich werde die erste Aufnahmeserie mit Line nur mit dem vorhandenen Licht fotografieren. Es ist hartes Sonnenlicht. Und dementsprechend muss Line mehr oder weniger gemeinerweise genau in die Sonne gucken. Oder wenn sie den Kopf dreht, hat sie halt sehr harte Schatten. Das werden wir dann für eine Variation ausnutzen, wo wir dann hier an der weißen Wand fotografieren. Aber die erste Einstellung werde ich machen, indem ich aus dieser Richtung Line hier fotografiere. Hab dieses kleine Häuschen hier im Vordergrund. Der Hintergrund ist sehr weit weg, das heißt, ich muss auch gar nicht so stark aufblenden, um im Hintergrund eine Unschärfe zu haben. Gut, und ansonsten fange ich an, fotografiere Line von Kopf bis Fuß und werde mich dann ein bisschen weiter langsam vorarbeiten. So, und jetzt den entscheidenden Augenblick bekommen. Ab jetzt zählt die Zeit, wo Line gleich keinen Mantel mehr anhat und ich werde versuchen, das auf 2-3 Minuten zu begrenzen. Line ist ein geübtes Model. Ich muss eigentlich nicht viel sagen, außer steh gerade. Gut, so, wir fotografieren Fashion, das heißt, wir gucken noch mal nach der Kleidung. Das macht normalerweise eine Stylistin, aber wir sind ja heute nur mit wenigen Leuten hier. Deshalb muss ich schauen, wollen wir den Kragen hochlassen oder runternehmen? Ich glaube, runternehmen. Runternehmen? Okay, dann schlag auch vorne die Revers um. Gut, cool. Es ist bauchfrei, es ist ein schickes Oberteil. Also ich finde, dass man auch sehen sollte, dass hier so ein Schlitz drin ist. Darauf kann Line gleich nochmal achten. Ansonsten ist sie einfach naturelegant. Mach dir nochmal die Haare hier aus dem Gesicht. Die müsste ich sonst hinterher alle wegretuschieren. Technische Einstellungen. Es ist hell hier draußen. Ich fotografiere mit Blende 4, weil ich, wie gesagt, im Hintergrund ein bisschen unschärfer haben möchte, bei ISO 100 und überlege mir dann, welche Belichtungszeit muss ich haben. Ich guck mal, ich bin bei 1/1000 Sekunde. Line, geh noch einen Meter weiter nach hinten, dass ich
Ja, oh, das war schon viel. Warte. Noch ein Stückchen weiter nach vorne. Gut. Oh, der Schatten ist auch cool. Sehr schön. Okay, so. Hier können wir gleich mal das erste Bild einblenden. Wunderbar, alles gut. Line, versuch vom Blick hier eher ein bisschen in Richtung Sonne, dass ich nicht so viele Schatten... Ah, jetzt bewölkt es ein bisschen, das ist cool. Jetzt kannst du auch in alle Richtungen gucken. Ja, ja. Schöne Pose. Im Jackett guckt hinten da an der Seite ein weißes Schild raus. Da guckst du das Schild genau. Das nochmal zurück. Ja, ja, ja. Nicht ganz so weit einklicken, sonst sieht es so... Hä? Also, zeitlose Eleganz. Ich weiß, du kannst das. Also das Gute ist natürlich, dass ich mit Line schon öfter fotografiert habe. Ich weiß, wie sie sich bewegt hat. Ich weiß, dass sie auch mit meinen Witzen zurechtkommt. Ab und zu. Zwischendurch entstehen da 2, 3 gute Bilder. Sehr gut, sehr, sehr cool, cool, cool. Sehr schön. Die, wow. Okay, warte mal, da habe ich diese komische Lampe im Gesicht. Ja. Sehr schön. Gut, gut. Warte mal, mich stört so ein bisschen, dass ich... Geh mal ein bisschen höher. Du bist ja groß. Okay, cool. Du kommst jetzt eher, wenn du dich groß machst, dann kommst du genau oben in diese Balustraden. Also dann geh weiter an die Wand, wenn du das machen möchtest. Genau, da. Ah, okay. Cool, cool, cool. Schön. Ja, da gucken. Ah, sehr elegant. Gefällt mir, gefällt mir. Hand nicht zur Faust machen, elegant bleiben. Dir brauche ich ja nicht zu sagen, was Balletthände bedeuten. Okay, lehn noch mal entspannt an der Wand. Ich komme gleich mal ein bisschen näher. Ja, cool. Ja, mach noch mal die Haare. Auf der linken Seite fliegt es. Eigentlich kommt der Wind ja. Nee, kommt von da. Warte, ich habe eine Schere. Oh, das sieht cool aus. Oh, das ist ein super Blick. Cooler Blick, gefällt mir super gut. Wow. Okay, nimm nochmal. Die linke finde ich gut in der Tasche, vielleicht auch nochmal mit der rechten. Weißt du, ja, ja, ja. Sehr schön. Wow. Ah. Schönes Profil. Gefällt mir. Sehr gut. Nicht zu hoch ziehen, die Schulter rechts fallen lassen. Und vor allen Dingen, warte. Ja. Ah, genau. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Ja, ja. Ist cool. Das ist gut. Gefällt mir prima. 3, 2, 1. Reicht schon damit? Ich wechsle einmal das Objektiv. Temperatur ist, glaube ich, gerade 5 Grad oder so, ne? Ja. Sieht ja fast wie ein Model aus, ne? Es könnte Fashion sein. Weiter? Oder aufwärmen? Ja. Wenn Sie sich dann obenrum wieder freimachen wollen. Langsam gehen oder nur einen Schritt vorwärts, rückwärts? Komm langsam auf mich zu. Cool. Viel langsamer, viel langsamer. Ich nehme meistens genau den Augenblick, wo du einen Schritt nach vorne machst. Ne? Weil dann bist du, auch wenn du dich ein bisschen weiter drehst in die Richtung, bist du hier schlanker in der Hüfte und hast einfach streckst dich ein bisschen nach oben, dann bist du noch größer. Ich gehe ja schon relativ tief, aber dann bist du riesig. Klack, 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 sehr schön. Da bist du ausgewandert. Nicht so weit nach links rüber, sondern eher... Ja. Klack. Blick zur Sonne, Blick zur Sonne. Ja, genau da. Der ist gut. Sehr schön. Komm mal noch näher. Habe ich noch mehr Dynamik? Stopp, stehen bleiben. Stehen bleiben. So, jetzt komponiere ich nochmal. Okay. Also ich fotografiere jetzt mit einem 35 mm Weitwinkel. Das verzerrt ein bisschen. Aber da Line so dicht an mir dran ist, gibt das eine gute Dynamik. Richte dich mal insgesamt nach da aus. Cool. Ja, 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 ja. Wow. Sehr cool. Auf der rechten Seite habe ich noch die
Die Laterne mit drin. Ja, das ist auch cool. Ah, das ist super mit dem Bauch. Mag ich. Du hast Bauchmuskeln. Yes! Das ist cool. Nochmal Blick zur Sonne. Warte, meine Schärfe. Da. Okay, lass uns gleich weitermachen, durchdrehen. Und zwar die dritte Sache, die wir machen wollten. Dann bin ich nämlich mit dem Outfit auch durch, da an der Wand. So, dass du einen schönen Schatten wirst. Komm noch ein Stückchen weiter nach vorne. Dann wird der Schatten, stopp, größer. Genau. Und ich fotografiere. So, ja, genau. So ein bisschen Sonnenanbeter. Wow. Sehr elegant, Line. Uhu. Vor allen Dingen jetzt mit dem strahlend blauen Himmel. Das wird ganz toll mit dem Blau. Mal gucken, ob ich den Schatten hier noch besser reinkriege. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nee, bleib noch mal auf dem anderen Fuß. Ja, cool. Oh, ich muss ein bisschen mehr Luft lassen. Okay. Ah, oh, super, 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 super. Ich mag das mit dem Schatten sehr gerne. Ich fotografiere jetzt mit Blende 5,6. 1600 Sekunde, sehr cool, sehr cool. Line, du bist super. Wow. Nimm mal einmal die Jacke aus. Über die Schulter. Ach Mist, das hätte ich natürlich früher sehen sollen. Sehr cool. Cooler Blick. Ey, bist du ein Fashion Model? Oh! Super, danke schön. Jetzt kannst du die Jacke. Super, alles gut. Mit Oliver hast du ja schon öfter irgendwie gearbeitet, wir zusammen noch nicht. Wenn ich Modelanweisungen gebe, immer aus deiner Sicht. Also wenn ich sage linke Schulter, meine ich deine linke Schulter. Genau, ne? Wenn ich Augen meine oder Nase, dann meine ich auch Nase, aber nicht den restlichen Körper. Okay. Also wenn ich sage Nase ein bisschen nach links, Nase ein bisschen nach rechts, dann meine ich nicht den ganzen Körper. Nur so hoch, runter. Ich versuche dich ein bisschen zu führen. Ja. Von der Art her, wie ich eigentlich immer gerne auch Modelle ein bisschen anleite, ist, dass ich auch eine Situation öfter schilder. Einfach fast schon so Schauspiel, weil du bist Schauspielerin. Ja, ne? Eindeutig. Das heißt also im Prinzip, wenn ich sage, eher etwas flüchtig auf der Flucht, ein bisschen umgucken oder sowas und ruhig die Körperspannung dabei setzen. Okay. Da ist nur der Außendiffusor drin. Das sorgt dann für ein etwas knackigeres Licht. Jetzt ist mein Turn. Ich habe hier an dem Parkhaus eine interessante Stelle gefunden. Und zwar habe ich ein sehr hartes Gegenlicht. Ich lasse Line hier an dem Geländer entsprechend lehnen, stehen, etwas tun. Und mit der Speedbox helle ich von vorne auf und fotografiere teilweise direkt in die Sonne hinein oder lasse auch die Sonne direkt hinter Line sein. Dadurch bekomme ich vielleicht ein paar Lensflares rein. Das stört mich aber in dem Fall nicht. Und ich lasse Line auch ein bisschen schauspielern, um halt irgendwelche Storys so ein bisschen darzustellen. Ich bin bei 200 Sekunde, Blende 14 und ISO 64. Die ISO 64 ist das Tolle bei den Nikons, weil alle anderen Kameras können nicht so weit runtergehen. Und es nützt mir eher was, wenn ich die niedrigen ISOs habe, bei solchen Situationen, als ob ich jetzt 358.000 ISO habe. Ich fotografiere meistens draußen und nicht im dunklen Keller. Gehe mal ein Stück höher. Hab den Blitz natürlich mit dem Sandbag belastet und hoffe, dass er nicht umkippt. Ich setze noch ein bisschen runter. Ich gehe auf. Alles klar, funktioniert. Sehr schön. Stell dir vor, du bist fast in einer Sommerbrise. Brise. Sommerbrise, yeah man. Irgendwo Karibik oder sowas. Stell dir vor, Oliver, der unseren Blitz gerade hält, versucht auch dein Surfbrett zu halten. Und du denkst dir so, ey, hoffentlich schmeißt das nicht um. Hoffentlich schmeißt du meinen Blitz nicht um. Ne? Also so ein bisschen so, ey, pass ein bisschen auf das Surfbrett da. Genau. Ja, sehr gut. Ja, Achtung. Lehn mal die rechte Hand ruhig von dem Geländer weg. Und kannst dich ruhig so ein bisschen, das ist dein Surfbrett. Genau, mach da keinen Scheiß. Ja, ich nehme mal deinen ganzen Körper, das heißt bis zu den Füßen. Das kommt gut. Kannst du einen Schritt zu mir noch rüberkommen? Ja. Gut, super. Sehr gut. Achtung,
Fein, ich mache noch eine Aufnahme. Ich schaue nochmal Oliver an. Okay, Achtung. Sehr gut. Kannst du dich einmal so ein bisschen locker hier so in meine Richtung nehmen? Ja. Fein. Ich mag führende Linien. Und gehe auch mal auf die andere Seite. Hier habe ich nämlich ein paar davon. Ja, sehr gut. Ruhig, entspannt, so ein bisschen. Leichtes Hohlkreuz. Ja, sehr gut. Achtung. Ich habe sehr hartes Licht, sehr harte Kanten. Ich gehe noch einmal ein kleines Stück hier vorne rüber, damit wir ein bisschen mehr Licht haben. Von dir aus jetzt einfach mal nochmal mit beiden Armen so ein bisschen locker in diese Richtung schauen. Ich gehe nämlich dann nochmal ein Stück hier rüber. Gut, damit haben wir nämlich die Aufhellung deiner linken Seite durch die Sonne und von der rechten Seite haben wir den Blitz. Damit haben wir ein ausgeglichenes Licht. Und ich habe diese ganzen Stahlstrukturen und die passen einfach super. Ich habe dich von der Aufnahme bis knapp oberhalb der Knie. Ich mache noch einmal eine Testaufnahme, ob alles passt. Achtung, gut. Jetzt ist mir der Hintergrund ein bisschen zu dunkel. Ich gehe mal auf Blende 10, nochmal, alles gut, schau mich an, super, die Augen leuchten, richtig gut. Die kommen super. Ich mache den Blitz auf TTL minus 1,7. Der Blitz misst dann halt immer selber, aber ich bestimme, wie viel es dunkler wird. Nase ein ganz klein wenig tiefer, dass du also nicht so hochnäsig schaust, sondern mich einfach locker... Nase tiefer? Super, sehr schön. Deine Augen kommen dadurch richtig toll. Wirklich sehr, sehr schön. Achtung, gut. Danke, das war's. Ich würde sagen, zieh dich erstmal wieder an. Ich danke und wir gucken uns an, wo das nächste ist. Ich habe für 3506 die erste. Das war nicht laut, aber okay. Wir haben jetzt das zweite Set mit Line und das wird ähnlich wie bei Ortwin eine Gegenlichtaufnahme werden. Ich blitze gegen die Sonne an, das heißt, wir haben eine Aufhellung. Ich möchte gerne, dass der Himmel recht dunkel wird. Und damit das funktioniert, habe ich auf meine Kamera einen Graufilter, einen variablen Graufilter draufgesetzt, der mir erstmal die gesamte Szenerie zwei Blenden unterbelichtet. Und mit dem Blitz werde ich das dann so weit aufhellen, dass wieder genug von Linie zu sehen ist. Und die 600 Wattsekunden, die wir hier gerade haben, reichen gerade für die Aufhellung. Der genau. Blitz ist auf volle Leistung. Der Blitz ist auf volle Leistung gestellt. Das heißt, Line kann jetzt auch sehr entspannt modeln, weil ich zwischen den Aufnahmen immer mindestens so eine Sekunde brauche. Wir hören auf den Blitz, wenn er piepst, dann ist er wieder da. Und was auch noch ist, der Innendiffusor und der Außendiffusor sind raus. Wir haben, damit wir die Lichtleistung hinbekommen, haben wir also beide Diffusoren raus. Gut, genau. Jetzt müssen wir den Diffusor doch mal abnehmen, weil der weht mir unter Umständen ins Bild rein. Ich werde Line von unten aufnehmen und von der Komposition her das so handhaben. Ortwin, du musst ungefähr 50 cm noch weiter rausgehen. Stopp, reicht schon. Gut, Line, dein Hauptlicht kommt auch von da. Ich mag das Outfit. Ich muss auch gleich noch mal eine Aufnahme im Hochformat machen mit dem Schatten vorne. Das sieht auch sehr cool aus. Aber Line ist weiterhin sehr elegant, sehr cool. Super schön. Das Gute ist, ich kann hier auch weiter zurückgehen, solange die Softbox nicht im Bild ist. Ich habe das gleiche Licht. Ah, ja. Sehr cool. Warte. Super. Kann auch noch zur Not rausretuschieren, die Softbox. Das ist auch cool. Warte mal. Guck mal, wie das ist, wenn du vom Licht wegguckst. Das geht auch. Sehr gut. Softbox steht genau richtig. Ortwin steht richtig. Line steht richtig. Alles ist gut. Alles gut, warte, was fehlt mir? Du kannst dich auch noch mal ins Profil stellen. Ja, aber mach die Beine ruhig nebeneinander. Ja, genau, dass du dich entweder schmal machst oder halt ein Bein dann genau so als Pose. Jetzt habe ich die Sonne mit drauf, ist sehr cool. Gefällt mir super. Das war cool, Weitwinkel war sehr cool. 35 mm hatte ich drauf. Jetzt wechsle ich mal auf das 85er Blende 2,8 hier arbeite. Das heißt, der Hintergrund ist wesentlich unschärfer und ich kann auch aus allen Richtungen fotografieren. Nase in die Richtung. Cool. Das ist jetzt also fast die gleiche
noch weiter in die Richtung gucken. Dass du, genau, dass du in die Sonne guckst, da brauche ich eigentlich fast keinen Blitz mehr. Ist auch nicht mal gegen die Sonne, aber als Vergleich halt nochmal die Unschärfe. Oh, okay, blendet, Jana. Cool. Hier hocken. Warte mal, so nach da. Ja, blitzgleiche Entfernung. Kannst du sogar frontal gegen sie setzen? Frontal. Halt. Ah, sehr cool mit dem Schatten. Das gefällt mir sehr gut. Cool. Coole Posen. Okay, das ist jetzt Freestyle. Mach, was du willst. Dankeschön, ich bin glücklich. So macht man Klappe. Wir sind jetzt gerade wieder an einer anderen Location. Ich hatte mich vorher ein bisschen hier umgeschaut gehabt. Mir gefallen hier diese Stahleinbauten und ich hätte auch gern ein bisschen was Licht. Und dazu brauche ich natürlich auch entsprechende schauspielerische Leistung. Line, du bist Schauspielerin, ne? Soviel ich weiß. Ne? Also ja. Genau, richtig. Deine Lieblingsperson, die Art, wie du am liebsten, was du am liebsten spielst, was ist es? Das ist immer schwierig zu sagen, aber ich finde auf jeden Fall, Zickig ist immer ganz lustig, weil man das so im Alltag ja nicht unbedingt ist und dann ja. Macht das immer ganz schön Spaß. Ich werde den Blitz von hier vorne setzen. Oliver wird ihn dann wahrscheinlich wieder halten müssen, weil das geht jetzt ziemlich bergab. Und was dann auch ist, nur mal so als Trick, wir haben nämlich hier in einer super Halterung ein Blitz, normalerweise würde ich den mit einer blauen Folie setzen. Blaue Folie ist out, keine Ahnung, wo die gerade weggeflogen ist. Bleibt also eigentlich nur orange oder gelb. Wir haben also die Wand hier gelb beleuchtet. Ansonsten beleuchten wir von vorne ein bisschen. Wir bauen jetzt den Rest eben kurz auf. Dann mache ich ein, zwei Testaufnahmen und dann legen wir ein bisschen los. Und ich bin auf deine Performance gespannt. Zicke ist gut. Zicke ist sehr gut. Ich habe hier vorne den AD600, der steht auf TTL. Das liebe ich so an den Nikons. Man kann sehr schön wie mit einer Mittelformatkamera früher fotografieren. Wir hören übrigens gerade irgendwo hier so Skater, die hier unterwegs sind. Stell dir vor, die nerven dich. Die nerven ja auch wirklich, ne? Also sowas von. Ja, warte, ich schaue immer, ob das Licht noch passt. Ja, das kommt sehr gut. Ich mache einmal den TTL ein bisschen heller auf minus 0,3, sehr gut. Ja, Achtung. Ja, den mache ich sogar noch heller. Ich mache TTL auf plus 0,3. Ich will nämlich jetzt hier richtig schön ein bisschen Licht haben. Achtung. Dreh dich einfach mal nach, genau, dass du in die Richtung schaust. Der Blitz da hinten bleibt gleich, weil ich lasse jetzt mit dem gelben Blitz dich beleuchten. Ja, okay. Warte, ich muss einmal kurz schauen, wie das aussieht. Ja, super. Das ist hammer ja gut. Ich komme mal mit meiner Kamera ein bisschen näher. Ich hänge hier mal ein bisschen ab. Okay. Ja. Okay. Super. Schau mal über die Schulter zu mir. Ja, super. Klasse. Dann mache ich noch eine Hochformataufnahme. Da wird es für mich jetzt schwierig, die Ausrichtung hinzubekommen. Sehr gut. Einmal mit der rechten Seite komplett zu mir, dass du fast gerade zu mir bist. Genau, ja, genau. Und jetzt einfach mal mit den Händen irgendwo im Gesicht so, du, der Kerl nervt mich, der ist bescheuert. So, ja, genau. Super. Sehr, sehr gut. Was ein blöder. Ich sag ja nicht was. Einmal zu Oliver noch schauen. Genau. Wieder achtet zu werden, ne? Ich würde sagen, für mich reicht es. Ich nehme es dir ab. Du kannst dir wieder was Warmes anziehen. Genau, und der Blitz kann auch schon wieder hoch, wenn du möchtest. Oder halt runter, ja, wo immer du möchtest. Drittes und letztes Set mit Line. Wir stehen hier wieder im Parkhaus, eine Etage tiefer. Krasses Sonnenlicht von der linken Seite und ich habe hier das lange Tele drauf, mit dem ich jetzt einfach mit natürlichem Licht fotografiere. Entweder Line guckt nach rechts, dann kriegen wir extrem harte Schatten, oder sie guckt nach links und dann ist das ganze Gesicht gleichmäßig im Schatten. Da wird es natürlich dann nicht ganz so knackig. Toll, und weswegen ich die Location ausgesucht habe, ist
natürlich wegen dieser Schatten hier. Und da kann Linie sich auch jetzt frei bewegen, da wir mit natürlichem Licht arbeiten, ohne Blitz. Und ich habe hier auch das lange Tele drauf, das Zoom, kann damit sowohl dichter ran als auch weiter weg. Ich fange mal an mit weiter weg. Gut, wir können auch zu Anfang ein bisschen Catwalk machen. Okay, warte, wieder langsame Schritte und nach links oder rechts. Ja, ja, cool, auf geht's. Johnny's Next Topmodel oder was? Ja, das ist cool. Okay, da nochmal zurück das Ganze. Und wenn du kannst, langsamer. Ich bin nicht so schnell. Komm auch noch ruhig von noch weiter weg. Nee, wenn du größer bist, ist besser. Okay. So, ich zoome weiter ran und... Das Hemd kann unruhig, das Hemd kann wild sein, die Haare können auch wild sein. Ja. Wie ihr wahrscheinlich ja schon seht, ist bei diesem Set sind Lines Haare offen und deswegen, auch wenn die so halb ins Gesicht fallen, kein Problem. Okay. Oh, cooler Ausdruck. Los geht's. Sehr cool. Wow. Super gut. Warte mal, wir gucken mal, ob da schon eins dabei ist. Da, das mit den Schatten, ne? Das ist cool. Oh ja, oh, das gefällt mir gut. Du läufst gut, super. Ups, bisschen schief. Ja, komm, eine Runde machen wir noch. Ja. Los geht's. Cool. Bam, sehr gut. Das ist ganz einfach. Führende Linien. Ja, ist extrem hartes Licht, aber gut. Ja, sehr cool. Supi, supi, supi. Oh, ein Meter weiter nach vorne. Vor die oder hinter die? Nee, hinter die. Ich bin zufrieden. Yay. Yay! We got it! Oh, das war Englisch. Ey, das war Englisch. Letztes Set für heute. Dann sind wir auch komplett durch. Sowohl von der Fotografie als auch von der Temperatur. Unser Model erst recht, eindeutig. Damit es mir ein bisschen wärmer wird und allen anderen auch, mache ich jetzt etwas in Bewegung. Und zwar habe ich einfach vor, dass ich vor Line langlaufe und Line auf mich zugeht, während gleichzeitig Oliver den Blitz, den AD600 entsprechend, vor Line hält und dann halt die Schatten hier ein bisschen aufhält. Ich mache also ein bisschen in Action die Bewegung. Ich weiß noch nicht mal, ob diese Idee sehr sinnvoll ist oder nicht. Ich bin selber auf die Bilder gespannt, aber es wird auf jeden Fall spaßig. Gut, wir bauen mal eben kurz auf, beziehungsweise ich sorge dafür, dass Oliver jetzt den Blitz halten muss. Ich habe nur Augen für dich. Ich finde es toll, dass du Augen für mich hast. Genau, richtig. Du kannst einfach freudig wie zu einer Sommerwiese oder sowas. Also einfach auf mich zu. Du kannst auch schneller oder langsamer. Ich muss einfach gucken, dass ich richtig bin. Okay, wann immer du willst und los. Super. Und nochmal. Klasse. Ja, du kannst einfach mal schauspielern, wenn du möchtest. Warte mal einmal ganz kurz. Ich habe einmal was ganz, dann bin ich umgestellt. Wann immer du willst. Und los. Okay, super. Noch ein letztes Mal und zwar im Licht und dann sind wir durch. Hier? Ja, direkt so im Licht. Im hellen Licht. Gut. Super. Ja, alles klar. Okay. Und los. Okay, danke. Du kannst absitzen. Alles gut. Siehst du, deshalb meine ich das. Ja, ja, ich weiß.
Die halten sowas nicht. Das hat er gekriegt und ihm gefordert. Ja, aber er ist hier drauf gefallen, alles gut. Ja gut, wenn er da drauf gefallen wäre, hätte er einmal Peng. Ja. Der hat aber heute gut gelitten. Das ist gut. Also spätestens wenn die Batterie von einem Kamera leer ist. Okay. Wie ihr bemerkt habt, wir sind wieder zurück im Studio. Es war verdammt kalt draußen und wir machen noch ein kleines Resümee. Und nachher frage ich nochmal unser Model, was sie davon so ein bisschen gehalten hat. Aber jetzt erstmal noch kurz zu unser kleines Resümee und unsere Frage, die wir nachher sowieso hatten, war das jetzt überhaupt ein Battle? So irgendwie? Also ich würde mal die Zuschauer entscheiden lassen, ob das jetzt wirklich ein Battle war oder nicht. Für mich war es wie häufig ein Anlass, um mal andere Fotografen zu sehen, wie die denn arbeiten. Und teilweise habe ich eben auch schon gemerkt, ja, okay, wir sind ganz unterschiedlich, aber oft kommen einem ja auch gute Ideen, wenn man den anderen sieht und weiß, oh ja, cool, das würde mir auch gefallen. In dem Moment ist dann kein Battle mehr, weil das geht nicht gegeneinander, sondern man nimmt die Ideen des anderen auf. Beim zweiten Set habe ich aber auch gedacht, so, ja, schon so, wie Ortwin das macht, ist cool, aber ich würde es anders machen und habe es dann auch anders gemacht. Also das hat mich so auch doch dann ein bisschen herausgefordert. Also ich bin mal gespannt, vor allen Dingen auf die Bilder, die wir jetzt dann nachher irgendwann zeigen werden. Das wird ein bisschen dauern, aber die Bilder werden wir ja sehen, werdet ihr ja vor allen Dingen sehen. Und ja, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen entscheiden, vielleicht welche Fotografie besser gefällt oder welche Art, wie wir überhaupt auch fotografiert haben, für euch besser lag, besser gefällt. Genau. Mhm. Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Welches Set hat euch am besten gefallen? Welche Location hat euch am besten gefallen? Welche Bilder haben euch am besten gefallen? Genau. Ja, und damit ist eigentlich das Battle nicht unbedingt zwischen uns beiden, sondern ihr entscheidet. Ich bin mal gespannt, wie ihr entscheidet. Aber bitte zerreißt nicht den anderen bösartig in der Luft. Freundlich bleiben, nett bleiben und alles ist gut. Genau. Es geht ja auch um die Bilder, die gemacht werden. Es geht nicht ums Model, auch wenn Line das natürlich grandios gemacht hat, bei dieser Kälte so lange durchzuhalten mit zwei Fotografen. Aber das kann sie ja gleich noch selber erzählen. Es geht um die Bilder und seid gespannt, wie es dann ausgeht. Ja, jetzt würde ich sagen, bitte ich nochmal Line dazu. Ja. Es war ein bisschen, als ob du eine Fliege klatscht. Ja, also ich denke mir, so wie du da die Klappe gemacht hast, war es viel besser, als das, was Oliver da gemacht hat. Also, hallo. Perfekt, ja. Ja, ja, eindeutig. 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 Also wir zwei sind schon der Meinung. Ne? Also talentiert. Line, erstmal nochmal herzlichen Dank, dass du diesen Wahnsinn von Oliver und mir mitgemacht hast. Es war natürlich ganz unterschiedlicher Art, was wir da so gemacht haben. Wie hast du dich überhaupt dabei gefühlt? Hast du dich gut gefühlt dabei oder dachtest du, was wird das denn jetzt so? Es war ein bisschen kalt, aber ansonsten fand ich es interessant. Das sind ja zwei verschiedene Arbeitsweisen. Mhm. Ja, es war ganz abwechslungsreich. Was hat dir denn am besten von den Arbeitsweisen gefallen, sowohl von Oliver als von meiner? Ich fand es einfach gut, dass es eine gute Stimmung war und dass es halt einfach ja, ein gutes Team war. Also ich glaube, der Spaß da sollte da immer ein bisschen im Vordergrund stehen. Und ich habe ja auch noch nicht gesehen, was rauskommt. Also, ja, ja, klar, das sind unsere Zuschauer im Vorteil. Die haben es zwischendurch gesehen und sehen es nachher auch noch. Ich bin auch neugierig, eindeutig. An den verschiedenen Sets haben wir ja dir auch entsprechend Anweisungen gegeben beziehungsweise dich angeleitet, wie du zu posen hast. Wie fandest du es denn? Wo konntest du dich besser entfalten oder wo hattest du so ein besseres Gefühl für die Bilder? War es Oliver oder war es bei mir oder war es ziemlich ähnlich? Ich finde das auch eine schwierige Frage, weil ich mit Oliver ja schon ziemlich oft zusammen, oder das heißt ziemlich oft, aber schon öfter zusammengearbeitet habe und wir uns dann natürlich schon ein bisschen kennen und auch tatsächlich wissen, was macht der eine, was macht der andere. Mit dir war das jetzt das erste Mal, dass ich geshootet habe. Insofern ist es natürlich immer angenehmer, mit jemandem zu shooten, mit dem man schon mal geshootet hat, weil man einfach weiß, was man kriegt am Ende oder was
sich derjenige auch vorstellt. Ne? Also, ja. Na klar, die Interaktion einfacher. Ist natürlich bei Bekannten viel besser. Ja. Na gut, ich würde sagen, wenn ihr keine Fragen mehr habt, aber die könnt ihr sowieso nur erstmal in den Kommentaren stellen, die können wir dann entsprechend beantworten. Wir sind hier soweit durch. Am Ende blende ich noch die entsprechenden Bilder von Oliver und mir ein, die wir dann entsprechend auch bearbeitet haben. Eure Kommentare, wie gesagt, sind interessant. Von unserem Model bringe ich natürlich auch den Link entsprechend unten hinein. Schreibt sie ruhig gerne mal an, wenn ihr wollt. Oder guckt in ihrem Instagram. Instagram hast du, ne? Ja. Ja, genau. Guckt in ihrem Instagram-Account nach. Ja, ich würde sagen, das war's bis dahin. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.